Schön. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Ja, ich werde der Frau Kliese in wesentlichen Teilen zustimmen, aber möchte doch meinen Gesichtspunkt aus einer etwas anderen Richtung noch einbringen. In Anbetracht unserer historischen Verantwortung empfinde ich bei allem gebotenen Respekt den Antrag der Linken als kleinkariert. Er spiegelt letztlich nur die üblichen Rangeleien um Anerkennung, Deutungshoheit und Pfründe. Natürlich können wir permanent alles evaluieren. Wir können die Gremien und Strukturen durcheinander schütteln, bis jeder meint, auf dem für ihn passenden Platz zu sitzen. Das ist aber weder hilfreich noch dem Thema angemessen. Wir Deutschen tragen die Bürde, im vergangenen Jahrhundert viele Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen, aber auch selbst solche erlitten zu haben. Es geht bei diesem Thema also nicht, wie der Antrag begründet vermuten lässt, um meine oder deine Opfer. Es geht ums Lernen. Ich betone, ums Lernen mit allen Sinnen und Verstand, damit wir die Chance haben zu erkennen, welche Abgründe und Mechanismen den Menschen zum ärgsten Feind des Menschen machen können. Was lernen wir aus den Fakten des mit staatlicher Gewalt, mit staatlicher Macht organisierten Terrors und seiner Menschenfeindlichkeit? Was treibt Menschen dazu, Ideologien blind und völlig enthemmt zu folgen? Was sind die wirklichen Ursachen für dieses Faszinosum der Gewalt? Mit Sicherheit nicht die oft gut gemeinten, aber wohlfeilen sozialpsychologischen Erklärungsmuster unserer sogenannten Experten. Die sind oft schon Ursache und Teil des Problems, weil sie nach der Methode, wonach die anderen das Problem seien, allzu schnell von der Janusköpfigkeit der menschlichen Natur ablenken. Also liegt der Sinn und Wert einer Gedenkstätte in ihrer Authentizität, der Beeindruckungsqualität des Dokumentes. Nicht in der Inszenierung, nicht in einer sinnentleerten Ritualisierung, nicht in einer kanonisierten, also einer fest verbindlichen und unabänderlichen Interpretation. Die Opfer wissen das. Opferorganisationen schon seltener und Opferfunktionäre, die selbst keine Opfer waren, halten oft die Ritualisierung für die Realität. In diesem Sinne ist es tatsächlich eine Nagelprobe, wenn die Zeitzeugen der menschlichen Katastrophen immer weniger werden. Der älteste bekannte Mann der Welt, Israel Kristall, ist ein 112-jähriger Überlebender der Hölle von Auschwitz. Zentrales Thema sind die Opfer. Sie weisen uns den Weg. So wie der leider schon verstorbene Insasse des gelben Elends in Bautzen, Walter Kempowski, mit dem Projekt Echolot. Sein Konzept der akribisch gesammelten Zeitzeugnisse bewahrt das Klima und die Authentizität der Verführung des Menschen durch Menschen. Besser als jedes generalisierende Interpretieren mit den Mitteln des wechselnden Zeitgeistes. Was will ich damit sagen? All unser Gedenken gilt den Opfern. Allen Opfern von staatlich organisierter Gewalt und Willkür, unabhängig davon, aus welcher Richtung sie vom Zug des Totalitarismus überrollt wurden. Es macht für die Opfer eben keinen Unterschied. Und deshalb können Opfer nicht gegeneinander aufgewogen werden. Auch nicht die Millionen Opfer des Nationalsozialismus gegen die Millionen Opfer des Stalinismus. Also sollten wir und die nachfolgenden Generationen dieses schwere Erbe als ein gemeinsames Lernziel bewahren und endlich auch in unserem täglichen Handeln umsetzen und beherzigen. Die Pflicht haben wir als Parlamentarier genauso wie als Bürger und Vermittler des historischen Erbes. Nur dann wird es uns gelingen können, die aktuell eingerissene Verwilderung unserer demokratischen Sitten durch stereotype Reflexe und Worte wieder auf und in vernünftige Bahnen zu lenken. Dann wird auch ein Ministerpräsident des Freistaates Sachsen wieder erkennen können, dass alle seine Landeskinder Menschen sind, dass ihnen auch nicht als Gesetzesbrecher das Menschsein abgesprochen werden kann. Das ist das unverzichtbare Lernziel, das meine Fraktion auch in dem Antrag der Linken bei allen Differenzen zu unterstellen bereit ist. Eine andere Perspektive haben wir nicht. Keine Evaluierung, keine förderpolitische Ausrichtung oder sonstige Fummelei kann das ändern. Daher werden wir den Antrag ablehnen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.